Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Folge von Let's Play Spyro the Dragon. Es ist jetzt schon eine ganze Weile, dass ich mal aufgenommen habe. Und zwar, seit ich das letzte Mal in der Berufsschule war. Ja. Zu Hause bin ich dazu nie gekommen, weil Fußballmanager doch mehr Zeit wegnimmt. Jetzt ist es so gekommen, Fußballmanager geht nicht aufzunehmen während der Berufsschulzeit. Mein jetziger Spielstand mit Schalke eben. Und deswegen gibt es jetzt mal Spyro. Gut, ist jetzt total uninteressant, dass ich euch das alles erzähle, denn dieses Let's Play ist erst draußen, wenn ich es komplett abgedreht habe, höchstwahrscheinlich. Oder auch nicht. Müssen wir mal schauen. Ja, deswegen. Einfach mal so ein kleines Nebenprojekt, was ich nebenbei mal aufnehmen kann und dann irgendwann rausbringe. Nur so, um mal die Zeit zu vertreiben. Nein, natürlich, weil ich es einfach lustig finde. Auf jeden Fall, ja. Das, wie heißt das hier, die Peacekeeper-Welten haben wir so gut wie alle geschafft. Uns bleibt nur noch eins. Im letzten Mal haben wir, glaube ich, hier dieses hier gemacht. Hier, Clifftown. Wenn ich mich recht erinnere. Das ist schon ein bisschen her für mich. 3 Monate, um genau zu sagen. Ich habe auch schon mal in der letzten Folge, glaube ich, von Silvester gequatscht. Und Silvester ist jetzt schon eine ganze Weile her. Also, es ist ein großer eine große Zeit vergangen, seit ich das letzte Mal wirklich hier gespielt habe. Also, mir bitte nicht übernehmen, falls ein bisschen was. Falls ich mich wiederhole jetzt zum letzten Mal, aber ist ja egal. Ja. Uns fehlt jetzt noch vor der Bosswelt eine Welt, und zwar Ice Cavern. Und die werden wir jetzt machen, natürlich. Also, ja. Müssen wir schauen, was wir da packen. 2000 Juwelen haben wir. Wir könnten quasi schon die nächste Welt aufbrechen, aber nö. Wir versuchen auf jeden Fall alle Welten zu machen hier, alle Level. Und dann ins nächste, in die wenigste Welt zu gehen. Es wird vielleicht irgendwann in den späteren Level mal vorkommen, dass ich nicht sofort alles hundertprozentig erschaffe. Denn wenn wir das im Nachhinein machen, nach dem Endboss, Hauptsache wir haben erstmal alle Level geschafft. Dann. Aber ich versuche natürlich auf jeden Fall alles sofort hundertprozentig zu schaffen. Hier geht es also los, Ice Cavern. Auch hier seht ihr, ist wieder so eine etwas rundere Welt. Muss man so sagen, ist ja eine etwas rundere Welt. Hört sich auch gut an, aber es geht ja auch hier bloß im Kreis. Und wenn ich mich recht erinnere, dann müssen wir hier rechts rumfliegen, um ein paar Leben einzusacken. Ich versuch's mal. Ja, so ist es. Wenn wir jetzt hier durchgehen würden, würden wir schon am Ende des Levels sein. Also das machen wir jetzt nicht. Obwohl es eigentlich blöd ist, ne? Irgendwie habe ich das ein bisschen verkackt gemacht. Wozu sammle ich jetzt die Leben ein? Gut. Ich will die Welt jetzt nicht von hinten aufräumen, um Gottes Willen. Ich will es natürlich vernünftig zeigen, also ja. Wir haben jetzt gerade 3 Leben geholt, 1 opfern wir mal. Ich weiß, es ist eine sehr blöde Variante von mir, aber es, ja, ich will das Level ja vernünftig zeigen. Normalerweise kommt man da am Ende drauf, aber okay. Ich wollte das Level jetzt, wie gesagt, nicht von hinten aufräumen, das ist irgendwie ein bisschen scheiße, um genau zu sagen. Gucken wir uns mal den Typen an, Muskelprotz. Man hört. Er ist ein bisschen aufgeplustert, ne? So, den haben wir umgehauen. Ab geht's weiter. Ist jetzt schon ein bisschen her, dass ich mal wieder ein anderes Spiel aufgenommen habe als Spyro. Als Super Manager. Das ist ja nicht der Experte für. Super Manager ist ja quasi eindeutig mein Hauptprojekt. Spyro soll ein Nebenprojekt werden. Wird's denn ja auch, wenn ihr das seht. Wenn ihr es überhaupt irgendwann seht. Ich denke mal schon. So, den Drachen befreien wir erst, wenn wir die eh schon haben. Weil ich es cool finde. Und diese Viecher, die, ja. Geben Schmetterlinge. Die Fledermäuse, genau. Fledermäuse waren es. Jetzt befreien wir erstmal Ulrich. Sei vorsichtig, mein Kleiner. Und greif die großen Feinde erst an, wenn du so groß geworden bist wie ich. Ja, nö. Müssen wir nicht unbedingt, weil. Hat man ja gesehen. Wir schaffen die Großen auch so klein. Da haben wir einen 10er zu liegen. Mehr, 10er. Zack. So. Was kann man jetzt noch nebenbei erzählen? Was gibt's Neues? Ja, ich habe wieder meine Hochschule. Deswegen nehme ich das hier auf, wie gesagt. Zum Beispiel hatte ich weitestgehend erläutert, während ich das Ganze hier. Ach nee, Mann, ich laber auch wieder Müll. Zum Beispiel erzählt ihr ja erstmal gar nicht in diesem Projekt. Noch ein Dickerchen. Oh, er holt aus, er holt aus, er holt aus. Bam. Weg bist du. Spast. Ja, er ist ein Spast. Ich hab's richtig gesagt. Er ist ein Spast.
So, jetzt haben wir hier so eine kleine Höhle, reinkles Häuschen, da kommen wieder Fledermäuse. Tun die einen auch weh eigentlich? Nö, ne? Die tun ja nichts, ne? So, den dicken, den hauen wir gleich um. So, dann, ach, das ist eine Treppe. Nein, hier geht's natürlich lang. Ich habe mir gerade, bevor ich hier, um wieder reinzukommen, weil wie gesagt, es ist lange her, dass ich aufgenommen habe, habe ich mir mal die letzte Folge angesehen. Da habe ich ja dermaßen verkackt. Ich hoffe, ihr zählt weiterhin mit, wie oft ich hier so eine leichten Dinger auch nur verkackt. Nur weil ich nebenbei am Labern war. Sag, schon wieder, das war schon wieder so ein Ding. Und wie oft ich verspreche natürlich auch. Wie viele Edelsteine gibt es hier? Auch 400. Also, sehr edelsteinreiche Welten jetzt hier. So, roten, roten, hier nur rote. Also das ist auch ein Zeichen dafür, es ist sehr großes Level hier. Wir könnten jetzt auch dahin fliegen. Will ich aber irgendwie nicht. Machen wir später. Müssen wir sowieso nochmal hin, mit dem Schlüssel nachher. So, dann haben wir den hier. Den befreien wir auch, den Typen. Todor! Todor! Psst! Spyro! Einige große Nords tragen eine Rüstung. Und in der Eishöhle können sie darin leicht ausrutschen. Was will dieser komische Kauz uns damit wohl sagen? Sie können leicht ausrutschen. So, die Stelle ganz einfach. Einfach gegenlaufen. Dann kommen sie runter. Natürlich darf man... Da, genau das darf man nicht machen. Und der Edelstein fällt auch runter. Das ist auch sehr tragisch. Der liegt auch wieder oben drauf. Also wie gesagt, das, was ich da gerade gemacht habe, das bitte nicht nachmachen. Ich zeig's euch mal wieder, wie man es nicht macht. Um Gottes Willen, das wäre bald schief gegangen wieder. Ja, sie können Eis vielleicht ausrutschen. Mal schauen, ob wir das gleich an einem Beispiel zeigen können. Diese großen, ich habe schon einen gesehen da. Ich hoffe, ihr auch, im toten Winkel. Nämlich den da, der können leicht ausrutschen. Feuern natürlich können wir sie nicht. Aber wir können da mal einfach so gegenrennen. Ne? Kapisch? Nur die können nicht rutschen, die können wir hier nicht runter, oder doch? Ich probiere es mal einfach aus. Nein, die können wir nicht zum Rutschen bringen. Wäre ja auch ein bisschen unlogisch gewesen. So, die Lämmer kommen jetzt nicht an. Der wirft ihn mit Schneebällen, der fühlt sich cool. Bringt ihn aber nicht wirklich was, weil er gleich tot ist. So, noch ein Edelstein, noch ein Edelstein. Jetzt haben wir, sind wir so durch eine kleine Eishöhle gegangen. Da ist wieder ein Drache. Wie viele Drachen haben wir hier? 5! Boah! Um Gottes Willen, 5 Drachen! Und darum ist das Leben zurück, was wir vorhin verloren haben. Obwohl, eigentlich wäre es ja zu uns Leben gewesen, aber... Der gute Kevin, euer guter Hansa-Fan 1993, ist zu doof, sich ein Leben so zu sichern. So, den haben wir umgehauen, dann noch einen. Und noch eine Kiste, genau so ist es. So, und den Drachen natürlich auch wieder. Endor. Danke, dass du mich befreit hast. Du bist sehr gesprächig, muss ich echt sagen. Mit dir rede ich sehr gerne. Du kannst bestimmt richtig gut zuhören. So, den Fetten hier hauen wir wieder um. Wie immer, logisch. Und dann jetzt hier weiter. Eieiei. So, die haben wir gleichzeitig erwischt. So, und da hinten, ja. Hier müsst... Ach, da ist der Schlüssel auch noch. Heißt, man muss da... Na gut, das bringt jetzt nicht, wenn ich mit dem Finger drauf zeige. Man muss da oben, wo die Kiste ist, runterfliegen und... Oh, Mann, ey. Jetzt laufe ich mal wieder alles doppelt und dreifach. Okay. Was man nicht alles gerne tut. Ich komme wieder an diese Steuerkreuzsteuerung gewöhnen, denn... Irgendwie geht es am PS1-Emulator nicht mit dem Analogstick. Gut, wir können das ein bisschen abkürzen. Sehr schön. Ja, diese guten alten klassischen Spiele. Einfach der... Hammer, wie du dich bewegst in dem Outfit. Hammer. Einzigartig, unglaublich. Siehst du? Schon wieder geht es los. Oh, oh, oh. Der nächste Fail. Ihr könnt es gerne ankreuzen. Oder so. Ich will keinen Fail-Counter einbauen oder so, wie man das nennt. So, und dann wollen wir mal fliegen. Und landen. Schlüssel, alles klar. Und nochmal da hochrennen. Es ist ein Traum, Leute. Warum habe ich das nicht gleich gemacht? Dann hätte sich jetzt gelohnt, zurückzulaufen, wenn man Edelsteine bekommen hätte. Aber nein! Der gute Kevin, der gute Hansa für 1993 muss sich ja auf die Sache ein... Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Leute, das ist glaube ich schon das dritte Mal in dieser Folge gewesen, wenn ich mich recht erinnere, ja?
Ich bin zu doof dazu. Ich will nicht mehr. Nein, doch. Ich will noch. Ich will das Spiel durchspielen. Besser kann man nicht mal ein Projekt richtig komplett abschließen. Sauber. Bei Fußball Manager ist das ja nicht so möglich, ein Projekt komplett abzuschließen. Ich meine, mit Düsseldorf habe ich es abgeschlossen, sozusagen. Habe ich aus meiner Sicht abgeschlossen. Habe einen Strich drunter gesetzt mit Schalke. Da geht es endlos weiter. Solange es gut läuft. Nein, natürlich auch in schlechten Zeiten. So, die Kiste hat sich gelohnt. Wir fliegen jetzt mal rüber. Jetzt hat er gerade mal ganz toll geleckt. So, natürlich dürfen wir nicht durchfliegen. Ich weiß nicht, ob es klappt. Ich will nicht noch ein Leben verschwenden. So, und jetzt geht's mal hier weiter. Ach, noch so ein Vogel. Ja, nee, passt davon. Da haben wir bald einen übersehen. Guck an. Und dann sind wir hiermit auch bald durch. Oh, hier wird's eklig. Also hochlaufen ist hier ganz schlecht. Leute, ich bin zu doof fürs Spiel, ganz ehrlich. Also, wenn man hier hochlaufen würde, würde man hier jetzt ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig, genau. Er hat's geschafft. Mein Gott, jetzt hat das. Mein Gott, jetzt hat das. So, und hier wäre schon das Ende des Levels. Freuen wir den fünften Drachen, Asher. Asher. Danke, dass du mich befreit hast. Also, sie hatten wirklich sehr großen Einfallsreichtum, was die Sprüche und Texte der Drachen angeht. Wow. Auch noch so ein Fetti. Oder gibt's hier noch einen Drachen? Es gibt hier noch einen Drachen. Wir haben erst vier. Was ist denn bloß? Noch so ein Dicker. Ah, und hier ist noch ein Leben. Sehr schön. Sind wieder zweistellig. So, wir könnten diese Leben auf jeden Fall noch sehr gut gebrauchen irgendwann. So, jetzt wären wir da waren die Leben, ne, am Anfang. Also, ja, dann hätten wir es alles rückwärts machen müssen. Normalerweise macht man aha, da kam ich noch rüber und dann bababa. Also, wenn man richtig Experte ist, dann checkt man erst später, dass das Ding hier im Kreis läuft, ne? So. Edelstein. 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 Und da geht's weiter. Genau, so war das. Und dich schubsen wir mal gleich da runter. Bitteschön. So, nächster Edelstein. Hier sind auch Skiläufer, wie ihr seht. Also unglaublich, diese Welt. Wie vielseitig die ist. Du willst nicht? Still, du Vogel. Ja, das Spiel ist für Kinder. Man bringt Tiere um. Es ist unglaublich. Aber wahr. So, da haben wir wieder so eine Laterne. Und ein Typen, ein Skifahrer, Schneebälle wirft. So, jetzt nicht wieder Scheiße bauen. Genau so ist es. Sehr gut. Wirft der etwa... Ey, der wirft von hier echt mit Schneebällen. So ein Vogel. Vogel, der kommt gleich rum. Und du sowieso. Du bist so der Kumpel hin. So, und du, Digga, hier. Nein, ja, fein. Ja, fein. So, wo müssen wir als nächstes hin? Da. Also, lädt schon. Das erledigen der Gegner. Das ist nicht wirklich schwer. Ich wäre bald hinterher gelaufen. Es kommt wirklich auf Konzentration an, dieses Spiel, muss man ehrlich sagen. Kann man den Schneeball durchbrechen? Ja, kann man. So, der ist weg. Da haben wir noch einen Drachen und jetzt müssten wir alle Edelsteine haben, so ist das der letzte Drache. Damit haben wir auch diese Welt geschafft. Ragnar! Du hast dich wacker geschlagen, Spyro. Einen gedachten, du wärst noch nicht bereit, aber ich wusste, dass sie sich irren. Klar bin ich bereit! Bereit für was? Nur rück's raus! Rück raus mit der Sprache, du Vogel! Alter, sowas kann ich schon ab. Naja, gut. Ja, bereit für Nasty Nord bestimmt. Die haben alle geplant, dass Spyro ihn erledigt. Okay, ab nach Hause. Ich weiß es nicht. Wie viel haben wir jetzt rum? Eine Viertelstunde knapp? Schaffen wir da noch ein Level? Ich denke schon. Das ist nur in Anführungszeichen das Boss-Level. Das könnten wir in 10 Minuten schaffen. Dann haben wir die rund 25 Minuten für eine Folge wieder geschafft und zwei Level auch wieder geschafft. So, euch erledigen wir noch fix. So, und dann das Boss-Level. Das müsste... ja, das hier gewesen sein. Genau so ist es. Nämlich Dr. Shemp. Den geht es jetzt an den Kragen. Vorher war es Toasty, jetzt ist es Dr. Shemp und dann können wir in der nächsten Folge schon zu den Magic Crafters aufbrechen, die nächste Heimatwelt. Jetzt aber hier erstmal Dr. Shemp. Und
jetzt wollte mein Laptop in die Bildschirmschoner anschalten. Das war natürlich sehr schlau. So. Ich glaube, diese Vögel, wenn die uns treffen, also richtig treffen können die uns nicht, die würden uns nur umrennen. Also, die würden uns schieben und dann fallen wir nachher hier in die Schlucht runter. So eine Vögel sind das. Und den Fetten hier, den kämpfen wir. Oder war es eine Frau? Ich weiß nicht mehr, was es war. Und der stürzt sich den Weg runter, die Schlucht runter. Natürlich sehr schlau von ihm. So, Kiste. Hier wieder fette Frau oder was auch immer das ist. Keine Ahnung. Man kann sich natürlich umstoßen oder einfach nur vorbeilaufen lassen, die Vögel, die schmeißen sich schnell die Schlucht runter. Da kommen wir hoch, hab's nicht gesehen. So, schaffen wir die gleichzeitig? Ne, schaffen wir nicht. Schade. So. Also diese Gegner dürfen kein großes Problem sein. Da kommt er natürlich auch einmal an. So, die haben wir alle erledigt, alle drei. Die anderen drei sind einfach runtergelaufen. Die müssen hier noch Edelsteine liegen, meiner Meinung nach. Genau, zwei waren's. Ich glaube, die Musik ist hier ein bisschen laut. Also werde ich jetzt alles dimmen, um meine Stimme vernünftig hörbar zu machen. Das ist in den letzten Folgen, glaube ich, nicht so gelungen. Ich bin schlauer jetzt. Bin wieder 4 Monate älter geworden. Ja. Ja, nee, so. Die waren ja zwei Wirbelstimme. Wo ist jetzt der richtige? Ich glaube, hier müssen wir erst hin, um alle Edelsteine zu holen. Genauso ist es. Wir sind hier auf dem Berg drauf. So, diese Welt klingt natürlich eher viel erfreulicher als die von Toasty noch. Da war richtig brutale Musik, Endgegnerstimmung und hier eher gute Laune. Das ist alles. Ein 25er. Da, ach, da müssen wir auch noch hin. Schlüssel und nochmal Edelsteine. Und da hinten, da kommen wir glaube ich später erst hin. Das ist noch ein anderer Ausgang. Wir müssen glaube ich erstmal hier und dann haben wir glaube ich, gleich das erste Mal mit Dr. Shem zu tun. Hier ist der einzige Drache in diesem Level, genau. Trondo. Oder Trondo, keine Ahnung, wie die heißen. Dieser Typ hält sich für so cool. Du kannst dir nicht vorstellen, wie es war, ihm zuhören zu müssen. Aber eins kann ich dir sagen. Er sollte sich besser vorsehen. Genau, er sollte sich vorsehen vor Spyro. Wo ist er? Da ist er, dieser fette, komische Idiot. Den werden wir uns gleich stellen. Erstmal fliegen wir, gleiten wir hier rüber und holen uns noch den Rest. Genau, jetzt kommen wir zu dem Ausgang, den ich gerade meinte. Der Fette fliegt nicht runter. So, Musik ist aus. Jetzt wird's gruselig. Oh Gott, das will ich. Ich hab Angst, Mama. Nein, Musik fängt wieder an. Okay. So, jetzt werden wir uns mal den Fetten hier Dr. Shem stellen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was wir da machen müssen. Wir müssen seinen Schlägen ausweichen und ihn von hinten treffen. Genau, vorne hat er eine Rüstung. Dann rollt sich erst diese Brücke aus. Haben wir es gerade nicht gesehen. Vorher kommen wir da nämlich nicht rüber, also. So. Au! Blöder! Oh! Das gibt's nicht. Ich glaube, ich muss den richtigen Moment abpassen. Genau so ist es. Oh, ich bin noch blöd. Lass mich da zweimal schlagen. Aus billigen Ideen da. Also, es ist nicht wirklich schwer gegen die Typen hier. Hallo, ich hab ihn noch getroffen! Ah, du Mistkerl! Du fettes Stück Scheiße! Jawohl, da haben wir ihn gekriegt! So, das war schon, das war der Boss von... Ach ja, wir haben keine Libelle mehr. Ach, das wird jetzt ein bisschen ekliger, die Edelsteine einzusammeln. Muss genau durchlaufen. Sehr penibel, aber das lasse ich mir auch schlagen. Ich bin selber schuld. Ich bin selber schuld! Echt 400 Edelsteine? Nein, nur 300. Ich wollte schon sagen, das hätten wir nie mehr geschafft. So, jetzt hier noch einen Schlüssel einwerfen und dann haben wir die Welt ja, dieses Level ja schon in 5 Minuten geschafft. Oh ne, nicht euer Ernst. Na, Tatsache. So, wie kommen wir jetzt am besten wieder dahin? Ja, einfach hier rüberfliegen, ne? Einfach wieder so rüberfliegen und dann haben wir diese Welt. Ja, Level ja geschafft und auch die Welt, die Peacekeepers haben wir damit komplett abgeschlossen. Wir müssen hier nie wieder hin, in die Artisan-Welt hingegen. Die allererste müssen wir nochmal hin. Und da gibt es noch ein kleines Geheimnis, von dem wir später erfahren werden. Deswegen
deswegen müssen wir da nochmal hin. Also hier müssen wir diesmal nie wieder hin. Hier haben wir alles geschafft, oder ich zumindest, weil ich so gut bin und trotzdem ein paar Mal gefailt habe. Gefailt, nicht gefehlt. Gefehlt habe ich nie. So, wir holen uns einfach die Bälle wieder und dann werde ich mich vernünftig von euch Leuten, Rubis, verabschieden. Oh, da gibt es ein Leben, sehr schön. Und gleich gibt es noch ein zweites. Genau so ist es. 12 Leben nämlich. So, wir brauchen aber immer noch diese, ach da, diese Rehböcke oder Hasen, was das sind. Ach, Kaninchen, das ist tatsächlich. Eins noch, genau. Was braucht sie, kann man auch schneller fressen. So ist es. Oh Gott, die schießt auf mich. Auf uns. Ja, Leute, wir fliegen jetzt dann noch in die Magic Crafters Welt und die werden wir dann in der nächsten Folge beginnen. Gosnold, der Ballonfahrer. Gute Arbeit, Spyro. Eines Tages wirst du vielleicht ein echter Drache. Was bin ich denn jetzt? Ein Dinosaurier oder was? Komm an Bord und flieg mit mir in die Welt der Magic Crafters. Nö, ich will hier bleiben. Nein, wir fliegen zur Magic Crafters natürlich. Was bin ich denn jetzt? Ein Dino oder was? Du bist vielleicht ein echter Drache, weil ich... Ja, ich bin zwar klein, aber ich bin ein Drache. Ja, weißt du, Alter. Das war voll fail gewesen von den Spielmachern. So einen beknackten Text herzustellen. Ja, es ist unglaublich. Bim, 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 bim. Ich liebe diese Musik. Ja, da drüben sehen wir, ist schon der nächste Ballonfahrer, also... Auch die geht ja sehr im Kreis. Jedenfalls, was hier abgeht, Leute, sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.